einfacher Farmer und Siedler kostenlos helfen. Warum nicht? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir helfen jetzt bei der Verteidigung der Burg. Oder auch nicht. Ich bin froh, dass du da bist. Ja. Es treibt die Leute an, wenn ihr General die Führung übernimmt. Das stimmt. Uns liegen Berichte über eine große Gruppe von Raidern in der Gegend vor. Oh, wie niedlich. Die denken vermutlich, dass sie es mit uns aufnehmen können. Wir haben Freiwillige einberufen, wir haben also genug Leute. Mal sehen, wie sich die Grünschnäbel im Kampf schlagen. Ja. Ich denke, unsere Verteidigungsanlagen sind gut. Aber es schadet sicher nicht, wenn du dich mal umsiehst und Schwachstellen ausbesserst. Okay, ich verteidige Burg 0%. Ja gut, wir sind eigentlich optimal geschützt. Also, ja. Das Einzige, was ich mir wünschte, dass es nicht so tolles Wetter wäre. Aber na gut. Ja, tschüssi. Gott, ist die KI manchmal blöd. Von wo kommen sie denn, ist die bessere Frage. Was labert der Typ, mein Gott. Verstehst du den ja kaum, ist ja nervig. Ist ja immerhin schon mal gut, dass die blöde Actionmusik aufgehört hat von letztes Jahr. Haha, fällt mir gerade auf. Also sind sie wohl. Okay, oh nö, also. Legendärer Raider, uiuiui. Hab ich ja fast getroffen, sagst du. Was? War das alles? Und tschüss. Angreifer nähern sich aus dem Südwesten. 10% erst. Ganz böser Fehler. Ganz böser Fehler, sagt sie. Ach, eigentlich sind wir optimal geschützt, also. Gerechtigkeit im Commonwealth aus. Ja, also. Ich glaube, meine Anwesenheit hier ist überflüssig, aber. Ne? Angreifer nähern sich aus dem Nordwesten. Ja, das stimmt ja sogar. Fragt sich nur wo. Was mich auch interessieren würde, ob die einfach da so spawnen. Easy going, ne? Was ist das denn, Alter? Achso, das ist mein Roboter. Wir haben hier so viele Leute und so viel Geschütztürme, das ist doch so easy. Kann man jetzt ja eigentlich nur zurücklehnen und entspannen, ne? Miss Nanny, wieso ist der Feind? Habe ich jetzt einfach uns getroffen, Alter? Scheiße. Hör mal, Leute. Oh, von da hinten kommt sie auch. Beziehungsweise, oh, sie sind reingekommen. Naja, gut, das ist so ein Köter, der kommt da rein. Angreifer nähern sich aus dem Südwesten. Gut, dass du das sagst. Wollen wir mal so einen Roboter hinstellen? Pass mal auf hier. Sentrybots. Heavy Sentrybot oder Sentrybot? Warte mal, Sims kann ich auch hinstellen. Na ja, gut, lieber nicht. So. Kostet zwar 4 Fusionskerne, aber hey, das sollte doch die Sicherheit der Burg wert sein, oder? Angreifer nähern sich aus dem Nordwesten. Hey, das Wetter ist wenigstens wieder besser. Ich wollte schon sagen, greife mich jetzt meinen eigenen Roboter an. Verteidige die Burg 60%. Hey, das ist ja. Es ist cool, dass sowas mal passiert, aber. Angreifer nähern sich aus dem Nordwesten. Ja, es ist jetzt so nicht so spektakulär. Naja gut, liegt halt daran, dass wir halt schon geil ausgerüstet sind, aber. Naja. Angreifer nähern sich aus dem Südwesten. Haben wir schon gesehen, danke. Er kommt durch. Ja, tschüss, ich komme da nicht mehr durch. Stürmen wir heraus und bringen es hinter uns. Oh, ist das geil, diese Lichteffekte so von hinten, ey. Das gefällt mir. Das gefällt mir gar sehr. Ich hoffe, ich finde diesen legendären Raider-Schwachkopf nochmal wieder. Wahrscheinlich nicht, aber hey. Er war halt legendär, ne? Also.
Vielleicht hat er ja mal eine sinnvolle Waffe dabei, ne? Ist das ein Raider? Ja, ganze. Gut getroffen. Ach, wozu versuche ich es überhaupt? Das ist so nutzlos. Die machen das schon. Aber wo ist jetzt dieser komische Raider? Kaliber 50, kann ja auch nicht schauen. Vielen Dank. 90%, wir haben es gleich. Juhu. Warte mal, Power. Ach, linker Arm, ich dachte, es ist so eine Powerfaust. Das wäre cool gewesen, ne? Aber so. Wo ist jetzt dieser blöde Legendäre? Sprich mit Ronny. Danke, Ronneberg. Oh, die sind einfach despawned, ne? Der Typ ist einfach despawned, werden wir. Ach Gott, ist das nervig. Naja. Ist halt so. So, was ist mit euch los hier? Seid ihr noch ganz toll? Ihr seid noch alle wundertoll. Ihr seid die Besten. Was haben wir hier eigentlich bei Misk? Portrait Champot. Nö. Das weiß ich nicht. Das mit den Synths ist immer neu. Die waren vorher noch nicht da. Hi. Ich will nur ein bisschen handeln. Eigentlich nicht. Ich wollte einfach nur mal gucken, arbeite was mit voller Kapazität. Was können wir mit dir machen? Escort, deaktiviert, Patrol, stationär, okay. Kannst du auch arbeiten hier, ne? Funktion als Settler, na gut. Ja, das ist neu, ist wahrscheinlich seitdem wir hier, ne? Okay, Leute, das war ein harter Kampf, aber wir haben es geschafft. Ja. Ihr könnt stolz darauf sein, wie ihr heute gekämpft habt. Aber wir haben keine Zeit rumzusitzen und uns gegenseitig zum Sieg zu gratulieren. Schön, dass wir du auch da bist. Die Minutemen, verdammt nochmal. Und das heißt, wir müssen jederzeit bereit für den nächsten Kampf sein. Also zurück an die Arbeit, Leute. Jawohl, hast du toll gemacht. Hallo. Denen haben wir gezeigt, was passiert, wenn man sich mit den Minutemen anlegt. Ich übernehme jetzt, General. Ich glaube kaum, dass uns in nächster Zeit nochmal irgendwer herausfordern wird. Das ist doch gut. Wir haben den Feind in die Flucht geschlagen und seine Truppen zerstreuen sich. Wir setzen jetzt unser reguläres Programm fort. Und denkt daran, stellt euren Empfänger immer schön auf Radio Freedom ein. Machen wir. Hoffen wir einfach, dass sie sich damit begnügen, dass wir jetzt alle Bescheid wissen und uns in Ruhe lassen. Okay. Also, ich leg dann einfach mal Musik auf. Finden wir mal heraus, was Danny Kay über die Zivilisation weiß. Meine. Oder so. Lass uns schnell machen. Fühlt sich komisch an hier zu sein. Das ist halt das, was ich meine. Die haben halt immer noch alle Schiss vor dem Institut und sowas, aber man kann denen halt einfach nicht sagen, hey Leute, ist alles in Ordnung, mischt euch einfach nicht ein, das ist alles toll. So, nein, hey, lass sie weiter in Angst leben, ist cool. Ja. Nur die Munition fehlt. Wie das denn? Mensch, Virgil, du alte Sau. Guck Willkommen mal. Willkommen zurück. Es sind noch Verbesserungen nötig, aber ich glaube, mein Serum war ein voller Erfolg. Das ist ein Geruch, den ich nie vergessen werde. Das ist ein voller Erfolg. Ich bin froh, dass du wieder ein Mensch bist. Ich habe meinen Teil eingehalten. Das ist unglaublich, ja. Das ist unglaublich. Das ist ein bedeutender erster Schritt. Es kuriert trotzdem nur einen FIV-Stamm. Es wird Jahre, vielleicht Jahrzehnte dauern, meine Formel entsprechend anzupassen. Trotzdem gilt dir mein Dank. Ja, gerne. Du kannst gerne das Labor benutzen oder was von diesem Schrott nehmen, wenn du möchtest. Ich muss noch einige Experimente durchführen. Entschuldige mich. Ja, da ist ja cool, dass das funktioniert hat. Noch cooler wäre, wenn er dann halt... Oh, hier ist die da reingepasst, na egal. Wäre es halt, wenn er Universalheilmittel hätte. Damit ihr mit dem Injektorgewehr diesen Supermutanten das einfach spritzen. Sie dann in Ruhe lassen für eine Weile und dann man später mit. Ups, jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Scheiße. Tut mir leid. Ich dachte, ich habe es gar nicht gesehen. Scheiße. Ach, bin ich blöd. Naja, egal. Kann man hier mal ein bisschen noch was mitnehmen. Jo. Alles meins. Das brauche ich alles sowas von nicht, aber ich nehme es trotzdem mal mit. Steht ja irgendwas Spannendes noch im Terminal. Ne, waren wir ja schon mal dran, oder? Protokolleintrag. Ja, Finger zu groß. Ja, das kennen wir schon. Dies kennen wir schon. Na gut.
Ja, gern geschehen, Virtual. Vielleicht kannst du jetzt wieder unter Menschen leben. Das wäre cool. Ja, wie gesagt, das wäre auch cool mit dem Serum, dass du die halt, dass du den hast, halt spritzen kannst. Also durch den Injektor da. Ja. Und dann einfach wartest eine Weile und sie dann so irgendwie einsammelt und sagen, hey, komm mal, du bist kein Supermutant mehr. Das wäre cool. Na gut. Quatschen wir mal nochmal mit den Siedlern bei Nordhagen Beach, weil die haben ja da auch offenbar irgendwie ein Problemchen. Helfen wir ihm mal dabei. So. Da sind wir. Hallöchen. Stehst da so rum? Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Könntest du das? Was brauchst du? Was brauchst du? Irgendwas Fieses lebt hier in der Gegend. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu ernsten Schwierigkeiten kommt. Das wirklich Blöde an der Sache ist, dass der Ort sich super für eine neue Siedlung eignen würde. Ich kenne ein paar Leute, die sich sofort da niederlassen würden, wenn es sicher wäre. Wenn du dafür sorgst, dass die alte Werkstatt dort intakt bleibt, kann bei einer späteren Besiedlung leicht wieder alles aufgebaut werden. Okay, wo ist dieser Ort? Weißt du, wo dieser Ort ist? Sogar ziemlich genau. Ich hoffe, du findest sie und löscht sie aus. Gerne doch. Gutshaus Coop. Was ist denn das da drüben? Sieht dann noch einen netten Plätzchen aus, ja. Upsala, das wollte ich gar nicht. Dies wollte ich ja gar nicht. So, reisen wir nochmal rein. Okay. Ich habe gerade vergessen, von der Pause, also von die Aufnahme zu reaktivieren, ne? Von dem, ja, von dem Ladezeiten Dingenskirchens und hier. Wir haben jetzt gerade eben die Siedlung hier schon so ein bisschen geklärt. Es waren nur Ghule, war nichts Besonderes. Schön, dass mir das noch aufgefallen ist. Na gut, tut mir leid, kommt hoffentlich nicht wieder vor. Aber wie gesagt, viel verpasst habt ihr jetzt auch nicht. Es sind ein paar Ghule hier gewesen. Die sind ja alle ganz easy zu schnitzen. Du bist Platzverschwendung. Oho, ich bin ein schweres Schloss. Ich bin nicht so einfach auf. Scheiße. Ach, warum scheiße, wir haben wahrscheinlich 5 Millionen Haarklammern. Ich red mich wegen einer auf. Seitdem Schlösserknacken ja so popel einfach gemacht wurde irgendwie. Oh ja. Ach komm. Also nicht das Öffnen wurde popel einfach gemacht, sondern eher, dass die Haarklammern ewig und 3 Tage halten. Ist aber, wo geht denn hier dieser Puff auf, ey? Na ja, geht doch. Das wär's. Warum nicht gleich so? Oh Mann. Na, wie lange laden wir jetzt für den Keller? Nicht so lange? Cool. Oh. Toter? Was heißt denn Toter? Ist das eine neue Wortkombination? So. Der Maul so heftig ist in die Fresse und nekrotischer wieder Ghoul. Das klingt sehr seltsam. Ja, das ist doof. Das kenne ich. Das geht mir auch mal voll auf den Sack. Aber passiert halt, ne? Passiert halt, was willst du machen? Ja. Ja. Alles meins. So, wo ist denn hier? Achso, ist oben. Na gut. Theodores persönliches Terminal. Falls hier vor kurzem jemand war, hat er keine Spuren im Staub hinterlassen. Wir sind hier auch im Wasser, da kann es keinen Staub geben, du Trottel. Naja. Lesen wir mal, was Theodore so Spannendes zu erzählen hat. Tagebuchreiter 15.01.78. Als mein Vater sagte, dass nichts die Familiendynastie der Quirps erschüttern könnte, nicht einmal die erdrückenden Schulden durch einen schlechten Aktienhandel, dachte er wahrscheinlich nicht an eine Welt voller Strahlenvergiftungen. Rückblende. Als ich die Pilzwolke aufsteigen sah, dachte ich, irgendjemand hätte sich einen schlechten Scherz erlaubt. Ich hatte für etwas gebetet, das uns die Schulden nimmt, aber das wollte ich natürlich nicht. Ich würde lieber ein Leben als Arbeiter führen, statt mitzuerleben, wie mir ein Großteil meines Gesichts im Schlaf umfällt. Tagebucheintrag 2.2.78. Tja, es könnte schlimmer sein. Ich habe den Rest der Familie im Keller eingesperrt und den Schlüssel versteckt. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, sie umzubringen. Auch wenn sie ekelhafte Monster sind, trotzdem ist das da drin noch meine Tante Belinda. Ich habe herausgefunden, dass es noch andere Überlebende hier draußen gibt. Manche von ihnen sehen wie überfahrene Tiere aus. Sie haben die getötet, die sich in Monster verwandelten und dann versucht, uns normal umzubringen.
Was seltsam ist, keiner der wilden Ghule schien diejenigen von uns angreifen zu wollen, die auseinanderfallen. Tagebuch Eintrag 10.2.78. Okay, es hat funktioniert. Ich bin in den Keller gegangen und der Rest der Familie hat nicht versucht, mich zu töten. Im Grunde genommen beachten sie mich gar nicht, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, die alte Welt ist tot und alle sind wieder bei Null. Unsere Schulden sind verschwunden und wir können neu beginnen. Also, wenn ich noch wie ein normaler Mensch reden, funktionieren und handeln kann, dann können sie das auch. Sie brauchen nur einen kleinen Anstoß. Schon bald wird die Familie Krupp wieder ganz oben sein. Tagebuchantrag, wen stört das schon? Hunderte von Jahren. Hunderte! Ich kann verdammt nochmal nicht sterben. Keiner von uns kann das. Ich habe hunderte Jahre damit verbracht, diesen Kreaturen beizubringen, wie man sich menschlich verhält. Ich habe nichts vorzuweisen, außer vielleicht, dass mein Cousin James den Unterschied zwischen einer Salatgabel und einer normalen Gabel erkennt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob er einfach nur gut rät. Wie zum Teufel sollen wir wieder zur wohlhabenden in der Öffentlichkeit stehenden Familie Krupp werden, wenn wir alle Monster sind? Das bringt nichts. Ich schwöre bei Gott, ich werde Tante Belinda den Kopf einschlagen, wenn sie mir nicht zuhört. Schaut nur alle hin. Okay. Der hat das nicht so ganz verkraftet, das gute Besinner verbrannt sind. Naja, okay. Kann ja mal passieren, ne? Auch schön, dass ich hier gar nicht hin musste. Naja, erstmal Kartusche. Jo, Werbe kann ich jetzt erstmal nicht mitnehmen, weil ich sonst wieder voll bin. Und natürlich ist die Dingsabo-Box oben. Die Werkbank, nicht die Dingsabo-Box. Ja. Na komm, geht doch. Achso, da steht sie. Hallöchen, Werkbank. Abgeschlossen. Juhu, berichte den Siedlern bei Nordhagen Beach von deinem Erfolg. Oh, das ist sogar ein ziemlich großer Bereich hier. Das finde ich ja cool. Da wird sich ja sicherlich wieder was Schönes bauen lassen, ne? Mal kicken. So, Nordhagen Beach, jawohl. So, da wären wir. Nicht? Mission erfolgreich. Was soll die Musik hier auf einmal? Du bist zurück. Hast du dich schon um unser kleines Problemfleckchen gekümmert? Jawohl. Ich habe den Laden gesäubert. Sollte jetzt sicher sein. Deine Freunde können also kommen. Schön, mal ausnahmsweise ein paar gute Neuigkeiten zu hören. Ja. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. Ja, das wäre nicht schlecht. Gut, auf zurück zu Preston Garvey, der aus irgendwelchen Gründen da ist. Okay. Ah ja, gut, der hat ja mitgeholfen, bei der Burg zu verteidigen, ne? Naja, warten wir mal ein Century auf ihn. So, dann wären wir hier wieder zu Hause, ne? Und Preston scheint auch wieder da zu sein. Das freut mich. Dit freut mich doch, wenn alle wieder da sind. Warum auch immer hier abgehauen ist. Hey, Kollege. Oh, ich hasse das, Alter. Ich sollte dem echt keinen Job hier geben als Farmer. Hey. Die Minutemen haben einen Lauf. Ich habe der Siedlung geholfen, zu der du mich geschickt hast. Und habe dabei gleich den Weg für eine neue Siedlung geebnet. Das sind fantastische Neuigkeiten. Ja. Wenn wir so weitermachen, haben wir bald das ganze Commonwealth von den bösen Jungs befreit. Bösen Jungs. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du da bist. Es hat sich nämlich noch was ergeben. Ach so. Ich habe eine Nachricht erhalten, dass eine unserer Siedlungen einen Angriff der Gunner abgewehrt hat. Ich habe schon gegen die Gunner gekämpft und irgendwas sagt mir, dass sie nur die Verteidigung austesten wollten. Die Leute werden deine Hilfe brauchen. Okay. County Crossing. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Hier oben. Cool. Ja, einer. Einer. Huhuhuhu. Das ist ja einer der Siedlungen, die ich mich wahrscheinlich sehr gründlich bis jetzt gekümmert habe. Naja, mal schauen. So, da sind wir. Tachchen, du hast Probleme, habe ich gehört. Bitte, wir. Moment mal. Du gehörst nicht zu den Gunnern? Nee. Bist du hier, um uns zu helfen? Ja. Ja, was kannst du mir über eure Probleme den Gunnern sagen? Vielleicht, wie ist die Lage den Gunnern? Hau ich liebend gern eine rein. Ich bin hier, um euch zu helfen. Ja. Den Gunnern hau ich liebend gern eine rein. Es sind die Gunner. Ach. Vor ein paar Tagen haben wir eine Gruppe dabei erwischt, wie sie hier rumgeschnüffelt hat. Es gab eine kleine Auseinandersetzung. Als sie gemerkt haben, dass wir uns wehren, sind sie abgehauen. Aber Gunner geben nie so einfach auf. Wenn du uns helfen könntest, unsere Verteidigung auszubauen, wäre das wirklich super. Das wäre wohl wirklich super, ne? Da riecht die Verteidigungsanlage, sagt er, naja gut. Curry hat das nicht gefallen. Was? Was stand da? Er hat das nicht gefallen oder er hat das gefallen? Was soll dir denn nicht gefallen haben?
Willst du mal auf die Fresse bekommen oder was? Dann zeig ich mal, was mir nicht gefällt hier. Wieder Kuh. Ja, wir können ein paar Geschütztürmchen hinbauen, ne? Da ist ein Raketenturm oder ein schwerer Laserturm? Naja, wir stellen das erstmal hier alles nur so provisorisch auf. Ich werde das dann später nochmal ein bisschen besser ausbauen. Und auf der anderen Seite auch noch ein paar. Achso, hier ist Wasser, oder was? Kühlt ein bisschen Wasser. Ja, vielleicht nicht so nah am Auto. So, fertig. Sonst noch was? Reicht dir das oder willst du noch mehr haben? Hilft bei der Verteilung von Conti-Crossing. Jawohl. Wenn sie denn erscheinen. Ach, guck mal. Hi. Du lebst ja noch. Das ist ja, das ist ja unfair, dass du hier noch am Leben bist, ne? Kleiner Scheiße. Du nennst dich Sergeant. Sergeant. Ich nenne dich Klo-Schüssel. Mach rein, ne? Mal, ist nichts mit Bündern hier, Süße. So. Sprich mit den Leuten, dann kann ich was mit den Leuten. Mit dem einen Typen, der gerade weggerannt ist. Ey, Alter, komm zurück, Mann. Das ist nicht witzig, komm zurück. Wo ist der denn, ey? Hallo? Ach da. Hey, bleib stehen, du Wichser. Du Wichstüte. Ja, nehmt das. Wir haben gewonnen. Ihr Minuteman wisst echt, wie man kämpft. Wir werden nicht vergessen, was ihr für uns getan habt. Ja, für uns. Okay, hätten wir das auch abgeschlossen. Hey, Mann, so viele gute Taten. Und natürlich müssen wir nochmal Preston reden, der wahrscheinlich gleich nochmal eine neue Siedlung hat, die Hilfe braucht. Huhuhu. Ach nee, Supermutanten sind dabei, Kinderkrippe Green Top anzugreifen. Ach Mann, das hört ja heute gar nicht mehr auf, Mensch. Da hilft man einer Siedlung, kommen 20.000 andere noch angeschissen. Ja, aber erstmal hier mit Preston quatschen. Preston, du alte Analsonde. Komm mal hier hoch mit dem Kopf. Wenn du mich fragst, es lohnt sich immer für die Freiheit zu kämpfen. Ja, hast du schon recht. Jetzt, das ja, das sind ein paar Gunner, die in nächster Zeit keine unserer Siedlungen mehr angreifen werden. Wenn wir alle zusammenarbeiten, haben diese Typen keine Chance. Ja. Und? Bist du bereit für neue Arbeit? Die Minutemen kommen nie zur Ruhe. Scheint so. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Geile Sache. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Na, das klingt doch gut. Gut. Das machen wir jetzt aber nicht mehr. Jetzt helfen wir nur noch hier bei der Verteidigung. Selber in der Nähe des Landhauses an der Küste ist, kann mir jetzt mal gestorben bleiben. Hilft bei der Verteilung von der Kinderkrippe Green Top. Wo war das denn? Hier. Oh, 20 Leute. Jojo. Da müssen wir dann mal schnell hin, ne? Da gibt's nichts als Ärger. Ja, ja, hier gibt's auch nichts als Ärger erstmal. Ja, lauf mal. Haltet sie mir vom Hals! Komische Mutanten und hier drin. Was ist mal mit dir, würde ich mal sagen. Gut, dass man hier nicht rennen kann, das wäre nicht viel zu einfach. Was auch immer wieder praktisch ist, dass ich mich schon gar nicht mehr daran erinnere, dass wir so eine Siedlung hatten, ey. Ja. Hi, ihr Süßen. So. Ja komm, brauchst nicht verstecken. Hat doch keinen Sinn, mein Kleiner. Ein Gewächshaus dann, ne? Naja. Er wollte halt mal Blume spielen, ne? Ja, aufs Maul geflogen. Was zum... Na gut. Haben wir das auch wieder geschafft. Oder doch nicht? Ist das ein Witz? Das muss ein Witz sein. Weiß ich nicht. Oh, ein Stechflügel. Eine ganze Armee von Stechflügeln. Flüglern. Jojojojoj. Das hat sicher wehgetan. Ja, hoffentlich, ne?
Hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, die mich ausspionieren wollen. Ich hau dich gleich. Ah ja, gut. Das war's dann aber erstmal mit Fallout 4 für dieses Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich ein paar Siedlungen auch ausgebaut habe. Bis dahin. Tschüssikowski.